Ist das die passende Musik zur Frühjahrsmüdigkeit? Könnte sein. Melancholische Klänge, die von verpasster Liebe und vergangenen Zeiten erzählen. Fado heißt dieser Musikstil und kommt aus Portugal. Wer immer das Land besucht hat, der hat garantiert auch diese Musik gehört. Meist wird sie mit großem Schmerz und großem Gefühl von Frauen gesungen. Bei uns heute auf der Zipcouch aber ist einer der wenigen Männer, die Fado lieben und leben. Telmo Pires, ein Portugiese in Berlin, der in dieser Woche ein ganz ungewöhnliches Fado-Album auf den Markt bringt. Telmo Pires, 1972 in Portugal geboren, kam mit 2 Jahren nach Deutschland. Er wuchs zweisprachig auf und probierte sich als Sänger und Schauspieler in Musik- und Theaterproduktionen aus. Seine ersten Bühnenprogramme bestanden aus deutschen und französischen Chansons. Ich bin Chansonnier, meine Seele tut so weh, ich breite mein Leid vor ihnen aus. Geh dann gut gelaunt nach Haus, mit ihrem Geld und dem Applaus. Telmo Pires entdeckt immer mehr den Fado für sich und 2002 stellt er in Berlin sein erstes Fado-Programm vor. Überzeugt vom Erfolg ist auch seine Schwester. Allerdings spielt er seinen Fado mit anderen Instrumenten und tauscht traditionelle Variationen gegen seine eigene. 2008 entsteht eine Fado-Interpretation mit der Jazzpianistin Maria Baptiste. Ein Traum erfüllt sich für ihn im letzten Jahr in Gera. Fado getanzt, das gab es noch nie. Telmo Pires gilt heute als Repräsentant des neuen Fado. Und auf so manche Überraschung kann man gespannt sein. Willkommen, Telmo Pires. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo. Der Fado ist aber nicht zu überhören, klingt eher traurig und melancholisch. Nun ist Portugal ja ein Land der Sonne, viele von hin in den Urlaub, um sich zu sonnen. Warum kommt aus einem Land der Sonne so traurige Musik? Es ist eine sehr lange Geschichte. Portugal war ja über Jahrzehnte eingekesselt, also abgeschnitten vom Rest Europas praktisch. Und als die große Seefahrerzeit zu Ende ging und man sich der Verluste klar wurde, ist dieses Lied halt entstanden. Das ist, man sagt auch, dass der Fado ein Klagelied ist, eben über die verlorene Sehnsucht oder alles, was man halt eben hatte, was einfach nicht mehr da ist. Darauf bezieht sich das. Wie viel Rotwein muss man trinken, um die Musik schön zu finden? Ich habe heute eine halbe Flasche vor der Sendung. Das ist der Pegel ungefähr, okay. Ja. Aber es ist auch in den Hafenbars entstanden, der Fado. Ne? Das ist ein... Genau, es kommt aus den etwas ärmlicheren, sagen wir mal, Vierteln am Hafen. Also es war die Musik von Straßenläufen, von Straßenmädchen. Die erste wirklich berühmte Frau, die man in der Fado-Geschichte recherchieren kann, war Maria Sverje, also eine Prostituierte, ganz einfach. Und hatte eine große Liebesaffäre mit einem Kunde, mit einem Fürsten, die ganz dramatisch zu Ende ging. Und sie war die erste, von der man weiß, die diese Art Musik verkörpert hat und in den Kneipen zur Gitarre auf der Straße gesungen hat. Und darauf baut alles auf. Wenn man hier von Deutschland aus auf den Fado schaut, dann kennt man vor allem Frauen. Man kennt Amália Rodrigues, die große Fado-Sängerin, leider schon tot, Marisa. Wie kommt ein junger Mann wie Sie auf den Fado? Im Fado ist das eigentlich ganz normal. Also es ist eigentlich in Portugal überhaupt nichts Besonderes, dass das Fado von Männern gesungen wird auch und von Frauen, von beiden. Ich vergleiche, also der Standardvergleich für mich ist immer das Chanson, das französische Chanson. Und das wäre das Gleiche, als würde man das Chanson auf Piaf reduzieren zum Beispiel. Da gab es noch ganz, ganz viele andere auch dazu. Im Ausland kennt man halt eben dann doch mehr Frauen. Aber vielleicht ändert sich das. Sind Sie einer der Vertreter des neuen Fado? Was ist neu bei Ihnen? Was machen Sie anders als die großen Heldinnen und Helden des alten Fado? Ich habe den Anspruch, gar nicht neu zu sein. Ich habe immer versucht, meinen Weg zu finden. Also ich habe eine ganz andere Biografie natürlich als die Künstler und die Interpreten, die in Portugal geboren wurden und da auch aufgewachsen sind, tagtäglich mit dem Fado zu tun hatten. Und ich habe immer versucht, in die Musik, die ich mache, meinen Fado-Anteil, den ich von Natur aus praktisch schon habe, mit einzubringen und den immer zu mischen mit anderen Musikern und eigentlich was Neues daraus zu machen. Hören wir uns mal an, wie das Neue auch klingt. Das ist eine neue Instrumentierung auch dabei. Normalerweise wird der Fado mit der klassischen portugiesischen Gitarre gespielt und mit der Klassik-Gitarre dazu. Genau. Sie haben eine wunderbare Pianistin an Ihrer Seite, eine Jazz-Pianistin. Und wir hören uns mal gemeinsam einen kleinen Song an. Fiz com que a alma gritasse no momento da despedida. Fiz com que a alma gritasse no momento da despedida. Fui levá-la a cantar
da moraria, fui levá-la a cantar a um beco da moraria. Das war der klassische Fado, der Jazz-Teil kommt gerade noch, dann hinterher in dem danach, Lied. Danach. Genau. Beco de Moraria heißt der Song, Gasse von Moraria. Worum geht es in dem Gasse Lied? Gasse de Moraria, genau. Es fängt an mit den Worten, dass ich die Seele weinen lasse. Also, wenn einem wirklich traurig zumute ist, dann soll man es auch rauslassen. Und dass sie dann weinen kann in einer Gasse in der Moraria. Sie schreiben die Songs auch selbst. Fällt Ihnen das in Berlin ein, jetzt so im Frühling, wenn die Sonne scheint? Oder müssen Sie nach Lissabon fahren, nach Portugal, um so traurig sein zu können? Ich brauche 3 Rotweinflaschen und ganz viel mehr um mich herum. Nein, das passiert einfach. Ich habe den größten Teil der Texte auf dem Album, Sinau, was jetzt erscheint, habe ich geschrieben. Und die Musik meistens halt eben zusammen mit Maria Baptist. Also wir haben uns gegenseitig inspiriert und das war auch das Schöne an der Arbeit, dass nicht einer was schreibt oder sich einfach nur fertige Sachen schon nimmt, Songs, die es schon gab und darauf arbeitet, sondern halt eben, dass jeder seinen Teil mitbringen kann. Wir haben viel improvisiert, daraus haben sich Melodien ergeben, die ich dann halt eben auf meine Art wieder gesungen habe und dazu passen die Texte. Und die Texte können mir in Berlin im Flieger oder auch in Lissabon einfallen. Ja. Sie waren zwei, als Sie nach Deutschland kamen, pendeln jetzt zwischen Lissabon und Berlin auch. Sind Sie mehr Portugiese oder mehr Deutscher mittlerweile? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl in beiden Kulturen und in beiden Ländern gefunden. Ich habe eigentlich für mich, das war der einzige, also der Weg für mich, um so leben zu können, aus beiden immer das Beste. Also ich bin eigentlich 100% Portugiese und auch 100% Deutscher. Also ich kann es nicht trennen. Und das ist auch eigentlich egal. Ich meine, heutzutage ist es sowieso egal. Ich habe einen portugiesischen Pass, das stimmt. Da gucken auch alle Behörden immer komisch drauf, wenn sie den sehen. Aber ich fühle mich hier genauso wohl wie da. Ihre Eltern sind nach über 34 Jahren Deutschlandaufenthalt, leben in Deutschland, zurückgegangen nach Portugal, nach Bragança, in den Norden Portugals. Ja. Waren Sie da eher traurig oder sagten Sie, Mensch, der Schritt war klar, die müssen irgendwann zurückgehen, weil... Meine Eltern, ob sie traurig waren. Wehmut war schon dabei, ja. Weil wenn man 34 Jahre lang in einem Land lebt, dann hat man natürlich auch seine Wurzeln irgendwie geschlagen. Eigentlich war der Schritt klar, von vornherein schon programmiert. Also wir sind 74 hergekommen, mit der Absicht, 2, 3 Jahre zu bleiben, 4 Jahre vielleicht. Aber es ist die Geschichte aller Immigranten. Es wird dann doch länger und länger und die waren schließlich 34 Jahre da, fühlen sich aber sehr wohl in Portugal, jetzt. Okay. Sie fühlen sich an beiden Orten wohl, in Berlin, in Lissabon, machen schöne Musik. Man kann Sie wann hier erleben, in Berlin, livehaft? In Berlin gibt es das Konzert zu der CD am 26. Mai im Admiralspalast. Wieder barfuß dann. Woher wissen Sie das? Ja. Wieder barfuß. Gut recherchiert. Immer barfuß. Warum klären wir vielleicht beim nächsten Mal dann, warum Sie barfuß auftreten? Danke für den Besuch. Danke Ihnen.